Da sind wir wieder. Zurück auf der Suche nach dem Ruinendorf Q. Hier des Nächtens bei der Säule. Machst du nicht. Dann im Dschungel. So, und zwar gab es hier exakt noch eine einzige Stelle, wo wir bislang nicht hinkamen. Hoffentlich hatte Chemin wirklich recht damit, mich hierher zu schicken. Naja. Und zwar, wir müssen, glaube ich, nach hier. Sind wir hier oben, genau. Achso, jetzt kommen wir hier raus. Nee. Finstere Kreuzung. Okay, dann müssen wir doch hier hin. Wie sind wir denn hier hingekommen? Hä? Moment. Hier. Genau, und jetzt hier lang. Guck mal an, ein Tor. Es geht nicht auf. Da ist noch nicht einmal ein Türgriff dran. Eine wilde Pflanze. Diese Pflanze verströmt einen starken, aber sehr angenehmen Duft. Mitnehmen? So, was haben wir denn hier sonst noch? Kleiner Schrein. Das sieht aus wie ein kleiner Schrein. Vielleicht hat er ja etwas mit Max zu tun. Da liegt farbige Asche überall auf dem Schrein. Irgendwas wird hier verbrannt. Ein Schließmechanismus? Wenn ich diesen Mechanismus austrickse, dann geht das Tor bestimmt auf. Da müsste einfach ein Kartenleser sein, durch den ich meine Kreditkarte durchziehen kann. Wozu hat man denn ein gut gepolstertes Bankkonto, wenn man es nicht benutzen kann? Tja, so, dann gibt es hier noch ein Loch irgendwo. Was ist denn das Loch? Da. Hier ist ein kleines, rundes Loch. Wofür das wohl gut sein soll? So. Wir nehmen. Was ist das hier eigentlich? Halbedelstein. Den hat mir Elvis gegeben, als ich ihm geholfen habe. Er sieht irgendwie besonders aus. Tja. Wir nehmen jetzt ein blaues Blatt, packen es auf den Schrein. In Ordnung. Und ein rotes Blatt. Nichts passiert. Vielleicht muss ich ja etwas anderes machen. Naja, nicht ganz. Weil wir sehen hier violette Flamme. Ich wusste noch nicht mal, dass es überhaupt violette Flammen gibt. Wirklich ein merkwürdiger Ort. So, und rot und blau ergibt violett. Das heißt, wir nehmen jetzt die Streichhölzer und tun sie mit dem kleinen Schrein benutzen. Gegangen, auch wenn ich nicht genau weiß, wie. Wieso habe ich das Gefühl, das war der einfache Teil? Tja. Weil die Rätseldesigner sich hier richtig ausgetobt haben. So, eine Opferstätte. An diesen Steinaltar kommen die Einheimischen bestimmt, um zu beten.
Genau. Vulkanischer Felsen. Ich habe mal eine Fernsehdokumentation über solche Brocken gesehen. Die werden bei Vulkanausbrüchen herausgeschleudert. Ah ja. Ah! Weg ist er. Hinfort. Nur die als würdig befunden werden, dürfen die Ruinen von Ku betreten. Das Gebäude muss durch diesen riesigen Felsbrocken zerstört worden sein, der darauf heruntergekracht ist. Hoffentlich war niemand drin, als das passiert ist. Noch ein Gebäude. Guck mal dahin. Das Gebäude muss durch diesen riesigen Nein. Ah, quatschen wir mit ihm. Hallo, ihr müsst die Mabuya sein. Ich suche nach dem Inselgeist Atabey. Nur die als würdig befunden werden dürfen eintreten. Das habt ihr schon gesagt. Max ist mein Freund und ich habe Angst, dass er stirbt. Der letzte Mensch, den wir durchließen, hat Atabey großes Leid zugefügt. Okay, und wie kann ich mich als würdig erweisen? Wir geben dir eine Reihe von Aufgaben. Wenn du diese Aufgaben zu unserer Zufriedenheit erledigst, dann erlauben wir dir, die Ruinen zu betreten. Was sind das für Aufgaben? Zuerst musst du uns von deinem wahrhaftigen Wunsch überzeugen, den Inselbewohnern zu helfen. Na dann, fangen wir mal an. Ich habe Häuptling Bajari von seinen Kopfschmerzen kuriert und er war mir auch sehr dankbar dafür. Fahre fort. Ich habe Miss Brown zu besserem Kaffee verholfen. Das scheint eher unbedeutend. Sie braucht morgens einen Kaffee, um in die Gänge zu kommen. Und das Zeug, das Vesco ihr serviert hat, sah aus wie Schlamm. Darum habe ich ihm gezeigt, wie man Cappuccino macht, was nebenbei auch seinen Umsatz verbessert hat. Nun gut. Was weiter? Ich habe Carmen und Miguel zu ihrem Glück verholfen, indem ich ihre Hochzeit arrangiert habe. Sprich weiter. Lieber Himmel, ihr seid aber auch ziemlich anspruchsvoll. Ja. Ich versuche, einen Weg zu finden, um Enrico und die anderen aus der Mine zu befreien. Wie One-Eye die Inselbewohner behandelt, ist einfach furchtbar. Es ist gut, dass du dich gegen One-Eye stellst. Gibt es noch etwas, das du sagen möchtest? Atabey war wirklich freundlich zu mir und jetzt mache ich mir Sorgen, dass er stirbt. Ihr müsst mich durchlassen, damit ich ihm helfen kann. Wenn ihr das nicht tut, muss ich es irgendwie anders schaffen. Gut. Du hast deine erste Aufgabe erfolgreich erfüllt. Das war eigentlich recht einfach. Was ist die nächste? Du musst uns etwas zurückgeben, das vor vielen Jahren weggenommen wurde. Was war es denn? Gold? Ein prächtiger Edelstein? Ein heiliger Knochen, der einem unserer Ahnen gehörte. Das klingt ziemlich eklig. Nur wenn der Knochen zurückgebracht wurde, kann sein Besitzer ordentlich zur Ruhe gebettet werden. Aber er könnte überall auf der Insel sein. Soll ich nicht lieber nach einer Nadel im Heuhaufen suchen? Nein, denn das ist zum Beispiel einer der Teile der Rätsel, warum ich sowas nicht blind let's playe. Denn ich weiß jetzt genau, wo der Knochen zu finden ist. Genau, hier runter. Ach, guck mal, eine Eule. Wir müssen...
Nee. Hier, Marktplatz. Und dann in das Bajari-Dorf. Denn, Mister, ich trommel mir mal eins. Trommelt. Mit einem Stock. Und einem Knochen. Vielleicht ist der Knochen, mit dem er da trommelt, genau der, den ich brauche. Ist er. Den quatschen wir mal mit ihm. Hallo, trommelst du da wirklich mit einem Knochen? Warum auch nicht? Ist doch kein Fleisch mehr dran. Tja. Kann ich den Knochen haben? Es ist wirklich wichtig. Aber ihr wisst doch, dass ich nicht aufhören darf zu trommeln. Und wenn ich einen Ersatztrommelstock finde? Na gut. Aber ich will keinen dünnen Ast, den ihr vom Boden aufgelesen habt. Ich sorge dafür, dass du einen anständigen Ersatz bekommst. Zum Beispiel richtige Sticks. So, und diesen Ersatz, den finden wir im Voodoo-Dorf. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zurück. In den Dschungel. Das geht so, glaube ich, dann sogar einfacher. Nachts an der Klippe entlang zu laufen ist keine gute Idee. Ich bleibe besser hier. Okay, dann gehen wir eben da lang. Weichei. Durch den Dschungel gehst du in der Nacht. Aber um Gottes Willen bloß nicht an der Klippe lang. Außerdem scheint der Vollmond doch hier ganz hell. Ist er hell genug? So. Hä? Wie oben rennst du denn zum Voodoo-Dorf? So, jetzt quatschen. Ach, guck mal, Kochlöffel. Finger weg von dem Kochlöffel! Hi, Chimin. Ich suche nach etwas als Ersatz für einen Trommelstock. Etwas derartiges habe ich nicht. Könnten Sie mir diesen Kochlöffel leihen? Dazu ist diese Mixtur viel zu wichtig. Es ist ein Liebestrank, den One-Eye bei mir bestellt hat. Sie sollten ihm so etwas nicht geben. Er führt doch nur etwas Böses damit im Schilde. Es ist immer am besten, wenn man One-Eyes Befehle befolgt. Wenn ich diesen Kochlöffel haben kann, dann löse ich zwei Probleme auf einen Schlag. Ich halte Chemin davon ab, den Trank für One-Eye zu brauen und ich kann den Kochlöffel gegen den Knochen des Trommlers eintauschen. Vielleicht kann ich ihnen ja zur Hand gehen. Schamanenkollegen sollten einander doch helfen. Das wäre sehr nett. Du könntest etwas zu essen für mich kochen. Ich bin sehr hungrig und diese Mixtur hier braucht noch Stunden, bis sie fertig ist. Diese Art von Hilfe meinte ich aber nicht. Abgesehen davon habe ich meine Dienstmädchenuniform zu Hause vergessen. Warum hast du denn überhaupt deine Hilfe angeboten, Kollegen? So, wir haben hier aber noch irgendwas total Ungenießbares. Wo ist denn das? Hier. Kannst du haben. Nee, nicht mit Kochlöffel. Mit Chinin. Ich habe etwas zu essen gefunden. Wirklich?
Das ist aber sehr nett von dir, Inaru Karaya. Was ist denn los? Das war... Entschuldige, ich habe vergessen, dass ich etwas in den Büschen erledigen muss. So, während er sich jetzt erstmal sich entleert aus allen Körperöffnungen, die er so hat. Das nenne ich aber mal einen empfindlichen Magen. Er hat Glück, dass er noch nie Fastfood essen musste. Tja, wir schnappen uns den Kochlöffel. Dieser Kochlöffel ist genau das, was ich suche. Ich hoffe nur, Chemins Magen verzeiht mir noch einmal. Und nix wie weg hier. So, grüne Lichtung willst du ja nicht, also nehmen wir den Marktplatz. So, hier, kannst du haben. Kannst du diesen Kochlöffel als Trommelstock benutzen? Natürlich. Tauschst du ihn dann gegen den Knochen ein? In Ordnung. Und wieder zurück in den Dschungel, weil wir jetzt wieder zu dem Ruinendorf müssen. So, hier. Euer Knochen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber hier ist dein Knochen. Wir danken dir. So, jetzt quatschen wir noch mit ihm? Nee, nicht mit dem Grab, mit dem Typen. Ich habe den heiligen Knochen auf das Grab gelegt. Dafür sind wir dir in alle Ewigkeit dankbar. Wir haben noch eine dritte Aufgabe für dich. Okay, ich bin bereit. Um deine Würdigkeit zu beweisen, musst du Atabey ein Opfer darbringen. Das klingt nicht so schwer. Es muss eine Gabe sein, die für dich ein großes persönliches Opfer bedeutet. Okay, wir müssen hier also was auf die Opferstätte legen. Und zwar unser Make-up-Set. An diesen Steinaltar kommen die Einheimischen bestimmt, um zu beten.
Sollst du es darauf packen? Damit hat es geklappt! Die Geister haben es ernst gemeint, als sie von einem großen persönlichen Opfer geredet haben. Wie soll ich denn je über die Runden kommen ohne Make-up? Ich habe das Opfer dargebracht. Das hast du in der Tat. Du bist auf dem besten Wege, dich würdig zu erweisen. Kann ich dann jetzt zu Atabey? Du musst zuerst weiter auf die zweite Stufe der Prüfungen. Ihr habt gesagt, ich müsste 3 Aufgaben erfüllen. Bevor du weiter in die Ruinen hineingehen darfst. Gebt mir nur keine Prüfungen, bei denen ich Männer brauche, die Gräben ziehen. So, quatsch noch mit Hallo, Ihnen. Darf ich hier durchgehen? Du darfst nur durch die Tür, wenn du die Rätselfrage löst, die ich dir stellen werde. Bei Rätselfragen war ich noch nie gut. Die Rätselfrage lautet wie folgt. In der Morgendämmerung gehe ich auf allen Vieren. Ich habe Zähne, aber keinen Mund. Ich erhelle die Dunkelheit ohne eine Flamme. Ich bin der Bringer des Ersteren. Steintür? Wenn ich die Tür aufbekommen will, muss ich das Rätsel lösen. Die Symbole müssen die Lösung dazu sein. Sind sie auch. Wie lautete das Rätsel nochmal? In der Morgendämmerung gehe ich auf allen Vieren. Ich habe Zähne, aber keinen Mund. Ich erhelle die Dunkelheit ohne eine Flamme. Ich bin der Bringer des Ersteren. Klicke auf die verschiedenen Steine, um sie zu drehen. Öffne die Tür, indem du das Rätsel löst. So, das können wir leider nicht überspringen. So, das Erste. Oh, etwas hat geklickt. Da muss eine Art Mechanismus sein. Ach, unten. Okay. Dann das nächste ist, ich habe 10, aber keinen Mund, das ist ein Kamm. Beziehungsweise eine Säge. Ach nee, hier. Moment. Achso, nee, das war falsch. So. Das ist sogar richtig. Das ist richtig. Achso, ich erhelle die Dunkelheit ohne Flammen. Mond. Was sonst? Und das letzte, ich bin der Bringer des Ersten. Natürlich eine Mutter. So, das heißt,
So. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Juhu! Wer braucht schon Indiana Jones? Ja, das war auch eine Anspielung auf Teil 4. Gut, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Video weiter. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.